Und damit herzlich willkommen beim neuen Part von Skyrim. Und zwar befinden wir uns hier noch vor den Hallen von Jovaske bei den Gefährten. Und ja, im letzten Part haben wir eben die Aufgabe bekommen, dass wir der guten Aiela, glaube ich, ein Schild wiederbringen, was irgendwie aus der Schmiede kam. Für die wir gerade knechten und ja, die gute Aiela oder wie sie heißt. Aber ich bin doch nur eine Dienerin. Schätzchen. So. Ist hier unten irgendwo die gute und der werden wir jetzt mal einen kleinen Besuch abstatten. So. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Ach hier, okay. All diese jungen Hüpfer, die herumflitzen. Habt ihr Angst, dass jemand von ihnen euren Platz einnehmen könnte? Naja, das ist... Einige könnten es versuchen. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich mir Sorgen mache. Was dann? Es könnte sein, dass sie sich so selbst umbringen. Mit eurer Hilfe? So viel Glück könnte man ihnen nur wünschen. So, Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Ja, ich habe euren Schild. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Ja. Moment. Ich kenne euch doch. Also glaubt der alte Mann doch, dass ihr Mut im Herzen habt. Ja. Wie schon gesagt, das sieht so ist aus. Der Welpe, den Wilkas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Naja. Lasst das bloß nicht Wilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ich würde ihn töten, bevor er sein Schwert gezogen hat. Wow, ruhig Blut. Wir sind ein hartes Völkchen, aber das ist kein Grund, einen Schildbruder wegen einer Meinungsverschiedenheit zu töten. Hatte ich nicht vor, aber die Frage war doch gestellt, oder? Aber mir gefällt euer Kampfgeist. Ihr werdet einen wilden Gefährten abgeben. Vielen Dank. Wir sollten mal zusammen jagen. Oh yeah. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Wer ist Farkas? Farkas! What? Gewehr bei Fuß. Habt ihr mich gerufen? Lydie. Hey, aufpassen! Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Welpen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit. Sind wir ein Rodel? Rodel. Rodel, Rodel. Rodel, Rodel. Rodel, Rodel. Rodel, Rodel. Skjör und Aiela ziehen mich gerne auf. Ich merke schon. Aber es sind gute Leute. Nein. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Ja. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hast du dich verliebt in mich? Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Tilma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. Ja, jetzt geht doch. So, da seid ihr also. Achso. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Ja. Sprecht mit mir oder Aiela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Wilkas erhalten. In Ordnung. Viel Glück. Dankeschön. Willkommen bei den Gefährten. Zieleinehündchen. Oh Gott. Wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Ich möchte nicht mit dir schlafen. Wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts Weltbewegendes. Okay. Mit welchem Problem muss ich rechnen? Nur ein Haufen kleiner Banditen. Da ist schon einer weniger. Bei denen ihr euch nicht anstrengen müsst. Ich kümmere mich darum. Ausgezeichnet. Zeigt keine Gnade. Niemals. Wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Lager stehender Strom. Okay. Naja, das ist ja... wundervoll. Prickelnde Aussichten, würde ich sagen. Aber wir gehen tatsächlich gleich mal die Aufgabe machen mit dem Lager stehender Strom, würde ich sagen. Dann machen wir im letzten und in diesem Part vielleicht ein bisschen so Nebenaktivitäten. Skjör sagt, ich hätte Iskramos Ihr habt alle Mitteilungsbedarf. 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 So, dann machen wir gleich mal die Aufgabe und schauen mal, was dann so ansteht. So. Wo ist denn dieses komische Lager? Machen wir das. Ach, da gleich, da ist er gleich. Ums Eck, quasi, wo wir letztens mal waren. Ich hoffe, dass uns jetzt nicht wieder diese Riesen oder diese Mammuts entgegenlaufen. Ich hasse sie.
Da sind wir doch schon wieder. Ja, okay. Na, ein romantischer Spaziergang im Mondschein. Ne? Kann niemand abschlagen. Aber um die werden wir uns schon kümmern, würde ich sagen, oder Lydia? Wäre doch gelacht, wenn wir die nicht klein bekommen. Sind ja immerhin keine Riesen, sind ja normale Idioten wie wir quasi. Was ist das denn? UFO-Landeplatz oder was? Düdüdüdüm. Ist das schon euer Popellager? Nee. Alles in Ordnung. Hallöchen. Na, alles tippitoppi. Jeder bekommt ein bisschen, kein Problem. Liegen bleiben am besten und abwarten. So, alles tippitoppi. Nehme ich. Das war ein Überfall in der Nacht. Genau so war es geplant. Nehme ich. Eigentlich war es komplett Zufall und ich wollte schon eigentlich Tag machen, aber naja. Man sieht aber auch nichts, deswegen mache ich jetzt einfach mal so 3 Stunden plus und so und dann geht auch schon wieder ein bisschen die Sonne auf wenigstens. Genau, so. Was ist das denn überall? Voll die Wilderer hier, oder wie? Was rennst du hier so durch die Kante? Ist das Holzhacken, oder was? Ja. Pfeile, ja, nee, ist da. Auf jeden Fall eine richtig kleine, schicke Festung haben die sich ja, also, ist schon mehr ein Lager, ne, aber halt ein richtig schönes Lager hingebaut. Die Guten. Gibt's hier nichts, was man irgendwie ein bisschen klauen kann oder so? Na, egal. Dann gehen wir doch mal in dieses Lager, stehender Strom quasi und checken mal ab, was der gute Anführer hier so zu berichten hat. So. Aua. Bitch. So. Nehmen wir. Eisenschild. Quatsch, oder? Schilder sind für Noobs, soll ich sagen. Was ist das? Blutende Krone, ja. Das haben die hier, wenn ich mit denen fertig bin. Genug blutende Kronen, dann Ausdauer, Gesundheit, danke, Bernwalle. Ja, naja. Eisenzahler, also bitte. Mach auf. So. Was war das? Ach du Scheiße. Hallöchen. Au, au, au. Au, au, au. So, lassen wir die Guten mal wieder fliegen hier. Der verträgt schon ein bisschen mehr, würde ich sagen. Oh, der teilt auch ganz schön aus. Wow. Jetzt wird es ja doch noch spannend. Ich muss mal eben schauen. Du bewegst dich auf sehr dünnem Eis, Banditenanführer, Kollege. So, braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Ist der besser als meiner? Ich weiß nicht. Nee, ist genauso okay. Die sind besser auf jeden Fall. Die Schuhe sind auch besser. Das gebe ich einen. Ein F-Au? Alter. Lydia, was machst du? Wo bist du eigentlich? Aua. Du lebst ja auch noch, ne? Das ist schön, okay. So. Alter, musst du erschlagen und die Lydia macht nichts. Lavendel, ja, nee. Ist schon recht. Ihr habt so einen Mammut getötet, mhm. So, so. So, so. Zauberdank der Stärke. Ich nehme einfach... Oh, ja, das nehme ich mit. Bericht der kaiserlichen Kommission zur Katastrophe von Jo irgendwas. Ja, nee, lass mal. Ich nehme es mit, aber lesen. Ist mir dann doch zu blöd im Spiel, ehrlich gesagt. Ich will spielen, nicht lesen. Orkischer Kriegshammer, das wäre was für Lydia. Amethyst nehme ich, Gold natürlich. Nehme ich mit. Verticken. Verticken. Ladies and Gentlemen. Ladies and Gents. Hau doch mal mit dem Stock ab. So.
Glaube ich, muss hier lang, wa? Passiert da nichts, oder? Bin ich hier? Hallo? Okay, es ist nur eine Lampe. Ja, das war blöd, Lydia. Also echt. Achso, hier geht schon wieder raus. Das war ja easy going. That was easy. Wie? Zur Hölle komme ich hier wieder raus. Muss ich mich jetzt hier porten, oder was? Hallo? Naja. Ja. Sind das alles Geldsäcke? Oh, hier sind Geldbeutel. Hallo, ich möchte den Geldbeutel. Danke. Danke. Ein Hirsch. Bäh. Naja, gut, dann porten wir uns mal zurück. Ich weiß gar nicht, zu wem. Zu Farkas. Ach, tatsächlich, jetzt sind wir schon für die direkt unterwegs. Okay. Ich dachte schon, das wäre wieder so eine Nebenquest, wo ich mir wieder ein Kopfgeld abhole oder so. Aber nee, wir sind jetzt direkt für die Gefährten unterwegs und das gehen wir doch gleich noch ein bisschen berichten, dass wir das erledigt haben. Vielleicht stehen da unsere Chancen besser, gleich aufgenommen zu werden. Und ja, da können wir uns eigentlich schon mal ein Haus hier suchen. Es liegt Frost. Davon abgesehen gehen wir uns gleich mal hier bei Beletor ein bisschen erleichtern, quasi, was das Gewicht angeht. Wo bist du hier? Beletor, altes Haus. Ja, du bist der Besteste. So, was ist das denn? Das kannst du zum Beispiel haben. Guck mal, ein Buch habe ich. Gift braucht kein Mensch, das braucht kein Mensch, braucht kein Mensch. Die wollte ich Lydia geben, jetzt verkaufe ich sie doch, ist mir jetzt egal. So. Die wollte ich eigentlich sogar anlegen, aber das sind ja... Hä? Stahlpanzerhandschuhe und der Armschienen. Ist das dasselbe oder ist das was anderes? Ich will mir hier schon mal eine verkaufen. Sehen schon jetzt meine Kopfgeld. Weiß ich gar nicht, was das war jetzt. Verkaufe ich Lederstreifen, verkaufe ich, verkaufe jetzt alles gesund. Oh, das hätte ich, okay, egal. Was bist du? Ja, die Monde am Himmel. Denkst du, ich wechsle jetzt nachts, wenn ich da kämpfe erstmal die Waffen oder was? Der Kriegshammer von den Orks, den würde ich Lydia geben. Boah, okay, Mensch. Die wollte ich anziehen. Okay, wir mussten erstmal aus. Kleinen Moment, Beletor, wir müssen erstmal ganz kurz umziehen. Hier war das. Bekleidung. Okay. So, Waffen. Wo ist sie denn? Hier ist er. Gleich mal gucken, was du noch so hast hier. Ich stehe zu eurer Verfügung. Das kann ich eigentlich auch nehmen, aber das hat er jetzt noch alles, das Geld, oder dafür? Ich weiß es nicht. Eisenpfeil. Kann alles weg eigentlich, Lydia. War auch kein Mensch, war auch keiner. Ja, ich weiß auch nicht. Warte mal, du kriegst doch eh die Obermordswaffe hier, den orkischen Kriegshammer, den gebe ich dir. Guck. Hast du den jetzt? Dann mal los. Juckt dich überhaupt nicht, ne? Ist es wirklich besser? Ich stehe zu jetzt nerv ich euch natürlich ja mit, indem ich euch rumprobiere, was Sache ist. Eben, der ist wirklich besser. Okay, dann nehme ich den wieder und verkaufe den. Suppi. Geht ihr voran? Suppi, dann ich sind wir uns einig. Genau. Ja, ist okay, gib her. So, Waffen auf jeden Fall. Kannst du haben, diese wunderschöne Waffe. Stahlschwert sowieso. Erdbogen brauchen wir überhaupt kein Mensch. Amethysten, das Zeug. Kannst du gar nicht leisten alles jetzt, oder? Das kannst du aber, das kannst du auch haben. Das kannst du auch haben, kannst du auch haben. Das kannst du haben. Kannst du haben den Schrott. Schrott ist ein hoher Kurs, kannst du verticken. Die ganzen Dreckszauber hier, die kein Mensch braucht. Aber die Tränke will ich schon gerne behalten, die sind auch gute. Aber natürlich den ganzen Magiker-Scheiß braucht keiner hier. So, hier braucht keiner. Wer zaubert den heutzutage noch? So, gucken wir, was du so hast. Bärenpilz. Dietriche nehme ich, habe ich ein paar von Semmelt. Holzschwert. Für Kinder dann wahrscheinlich, weil ich habe ja das Add-on installiert. Wo man Kinder adoptieren kann und Häuser bauen. Naja gut, dann war es ja schon.
Okay, danke schön, Bellator. War mir. Ja, ich dachte schon, du endest den Satz jetzt anders. So. Gut, dann gehen wir nochmal zu den guten Gefährten und berichten, dass wir die, den Auftrag abgeschlossen haben. Der Verrückte... Was? Nee. Na, ist gut. Komm mir bloß nicht näher. Mit deiner Kutte, du... Psycho. Skior sagt, ich hätte Iskramos Kraft. Dich suche ich. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Ich habe mich um das Problem gekümmert, Kollege. Aber hallo, euch. Ist gut. Ein weiterer gut erledigter Auftrag. Ja. Ihr habt euch eure Bezahlung und meinen Dank redlich verdient. Bezahlung ist immer gut. 100, naja, supi. Ich suche nach Arbeit, dann machen wir doch gleich weiter. Skior hat vorhin nach euch gesucht. Was will er? Keine Ahnung. Er will nur mit euch reden, bevor ihr etwas anderes macht. Mach ich. Ich mache ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt. Ja, die Aufnahmeprüfung mache ich. Mach ich, mach ich, mach ich. Was will denn der gute Skior? Da seid ihr ja. Ihr wolltet mich sehen. In der Tat. Eure Zeit, so scheint es, ist reif. Schon. Tatsache, was meint ihr damit? Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutrat zu finden ist. Mir schien er ein Narr zu sein. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. In Ordnung, was hat das mit mir zu tun? Dies ist nur ein einfacher Botengang. Aber die Zeit ist gekommen, ihn zu eurer Prüfung zu machen. Schlagt euch ehrbar und ihr werdet ein wahrer Gefährte. Falkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Fragen beantworten. Enttäuscht uns nicht. Und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Aha. Schwester. Ihr müsst euch noch beweisen, ja, Welpe. Ist okay. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr ausseht. Tatsächlich. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Du baggerst ganz schön rum. Kann das sein? Du bist so ein bisschen wie... Die Schlumpfine hier wahrscheinlich, Nachttischlampe. Was ist denn los hier? Wer ist hier? Warte, ich komme. Hallo? Ach du, Farkas? Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Warum redest du mit dem Rücken zu mir? Achso, werdet ihr mein Schild, meine Schildschwester sein quasi. Sagt man mir zumindest. Ja. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Was? Ach so. Ja, okay. Ja, man sieht sich, Lydia. So. Weshalb hat Skior diesmal eine Prüfung genannt? Ich achte darauf, dass ihr ehrenhaft bleibt. Aha. Wenn ihr ehrenhaft und stark seid, kann ich euch Bruder nennen. Wenn nicht Schwester, oder was? Was ist Wutrat? Iskramor war der Held, der die Gefährten gründete. Wutrat war seine Waffe. Er kam aus der alten Heimat und tötete alle Elfen. Das ist ja nett. Oder vielleicht auch nicht alle, da es ja immer noch einige gibt. Anscheinend, ja, da liegt was Wahres dran. Wir treffen uns beim Staubmannsgrab. Wer war dieser Gelehrte? Ein kluger Mann hat uns von einem Klingenstück erzählt. Aha. Skior glaubt, ihr sollt es finden und ich soll auf euch aufpassen. Ja, das sagtest du bereits. Gut, wir treffen uns beim Staubmannsgrab, würde ich sagen. Trödelt nicht, Schildbruder. Immer locker bleiben. So. Jüt, jüt, jüt. Und ich würde sagen, das machen wir schon wieder im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und kommentieren, wenn ihr mögt, irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder sonstiges habt. Dann lasst euch in den Kommentaren aus, natürlich. Anständig und ja, ne? Ihr weißt ja Bescheid, YouTube und so. Ja, ist ruhig. Ruhig. Aus. So. Und bevor mal der gute Farkas, oder wie er hieß, wegrennt, würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Macht's gut. Und tschüss. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Klappe.